Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS22 Frontiers. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Es geht weiter und heute ist mit dabei der Alex und der Markus. Moin. Moin. Moin, moin. Leider der Marc nicht dabei, aber dafür haben wir einen guten Ersatz, nämlich den Markus, weil der Marc hat nämlich Internetprobleme. Der kann leider nicht mitspielen, der ist immer wieder vom Server und TS gekickt worden. Leider, leider. Aber kann man nicht ändern. Ist halt so. So, wir hassen hier gerade rein. Die Ernte läuft. Düngen läuft. Und ich muss mal ganz kurz schauen. Genau. Ich ziehe mich jetzt hier die letzten Düngestreifen noch auf dem Feld. Das hat dann nicht ganz so gepasst. Und die Teilbreite war auch falsch eingestellt. Jetzt noch einmal hier rüber. Markus, du müsstest natürlich dich erstmal zurechtfinden, ne? Ich glaube, Marc ist bei Baumstümpfe laden stehen geblieben, so wie da ist. Kannst du auf jeden Fall weitermachen, wenn du möchtest. Ja, ich bin gerade schon angefangen. Genau. Alex ist am Drechen, ne? Ja, korrekt, ich mach das weiter. Genau, da hast du schon einen Abfahrer da? Nee, ne? Der ein Anhänger steht hier. Der große, ja, ne? Nee, der kleine momentan noch. Dann hole ich direkt den großen. Aber so viel kommt auch nicht rauf. Kommt nicht viel raus? Also ich bin jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, zweimal rum und ich habe 55%. Okay, naja, so ja, ne? So ja, hat ja eh weniger Ertrag. So. Warte mal, dann stelle ich jetzt erstmal den hier kurz ab. Und könnte entweder... Ach so, ja genau, wir wollen das letzte Holz noch wegballern. Genau, wir machen mal das letzte Holz noch drauf und dann... können wir nämlich den Anhänger direkt noch zu Alex schaffen. So, ansonsten gibt es auch wieder... Kredit, meine Lieben. Ich guck mal, wie viel... Könnte ja fast schon wieder für ein Feld reichen. Ach du Scheiße, ernsthaft? Das ist ja zu krass. Wir haben natürlich jetzt folgendes Problem. Wir haben niemand aus der Projektleitung dabei. So. Wie bitte? So. Ach, du bist direkt Projektleitung? Ich bin auch Projektleitung. Ah, das wusste ich nicht. Entschuldige bitte vielmals. Da wollte ich deine Autorität hier nicht untergraben. Ja, ist nicht schlimm. Das also, heißt, du weißt auch welche... Also du weißt auch welche Felder quasi mit Challenges belegt sind. Ja, ich habe die Liste auch offen. Na, okay. So, jetzt wäre natürlich die große Preisfrage. Wollen wir direkt noch Land kaufen? Macht natürlich Sinn. Warte mal, haben wir was angepflanzt, was in Richtung erntereif geht? Feld 13, was haben wir denn da drauf? Oh. Feld 17, das geht ist kurz vor erntereif. Baumwolle. Oh, scheiße. Baumwolle leider. Aber die Feld 19 ist mit auch Sojabohnen. Aber was ist, darf man denn so ein Ding mieten jetzt? Oder das wäre ja so ein eingespanntes. Könntest du so einen Baumwollernter ja mieten oder nicht? Baumwollernter könnten wir mieten, das wäre nicht das Thema. Aber Baumwollernter in der Miete, ich glaube, da so viel holen wir nicht vom Feld runter. So, ja gut, das weiß ich jetzt gar nicht, was der kostet. Naja. Auf jeden Fall bestimmt nicht so viel. Baumwollernte? Ja, ich meine so viel, dass wir. Also wir werden da keinen Gewinn mitmachen gerade dann. Ja, die 10 wäre abgeerntet, da könnten wir dann direkt neu ansehen. Aber Miete wäre 43.000. Ja, oder 24 der ja. Case. Ja, ich habe jetzt den John Deere angeguckt. Die 10? Ja, die ist abgeerntet, da könnten wir direkt drauf ansehen wieder. Mit der das ist eigentlich auch eine schöne Feldgröße. Die ist auch gekalkt, sehe ich gerade, komplett. Die 18 hatte eine Bedingung, ne? Nee, die 9. Nee, die 9 war was mit Bedingung. Wir würden die 10 kaufen. Nee, stopp, ich revidiere. Ich höre. Hm.
Was ist denn auf der 14? Warte. Kartoffeln. Kartoffeln. Macht das Sinn? Du wirst nichts mit Tiere machen. Verkaufspreis weiß ich nicht, wie hoch der jetzt gerade ist. Ja, grottig wahrscheinlich. Oh, die Stämme kann ich nicht nehmen hier. Ich auch nicht, dieser hier schwebt sogar. Das ist ein Buggy. Den Kartoffeln würde ich so für sich sagen, jetzt erstmal so machen keinen Sinn. Tja, ich hoffe, dass das Feld da unten nicht irgendeine scheiß Kackbedingung wieder hat. Ach, 10, war... 10 hat eine schöne Größe, ich glaube aber nicht, dass direkt zwei Felder nebeneinander eine Bedingung haben, oder? Wie viel Bedingungen haben gibt es denn insgesamt? Ach ja, wie viele Felder mit Bedingungen gibt es denn? Ich bin gerade am Zählen. 6 Stück haben wir. Das 2 haben wir weg. Aber nur Felder oder auch nach einer Waldfläche oder so? Nee, die kannst du nicht kaufen. Die kannst du nicht kaufen. Wirklich nur Felder. Ah, 6 Stück, 2 hast du weg. Ich schätze, dass nicht 10 jetzt unbedingt sofort wieder eine Bedingung ist. Oder ein Auftrag ist. Wir würden die 10 kaufen. Ja, da ist keine Bedingung hinter. Oh, sehr gut. Dann kaufen wir die direkt. Okay. Gut, da haben wir das. Würdest du bitte das Holz, was hier liegt, wegfahren? Ja. Unsere Seemaschine. Moment, ich muss einmal zu Keule. Es gibt wohl einen Trick 17 und er soll wohl funktionieren mit dem Drescher. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, ich bin Tino. Ich will dich nicht stören, der höfliche Mensch lässt ausreden. Ja, ja, Trick 17, den werde ich dir aber auch gar nicht verraten. Trick 17 mit dem Drescher, erzähl mal. Trick 17 mit dem Drescher, den werde ich dir nicht verraten, weil du bist halt von der Konkurrenz. Und du hoffst ja, dass du deinen Drescher uns noch ein paar Mal ans Bein binden kannst wahrscheinlich. Erhoffen tue ich das eigentlich weniger. Sondern? Nein, nichts. Achso. Ich habe die Seemaschine wiedergebracht. Ja, dankeschön. Gerne. Das ist kein Problem, wir sind doch nette Menschen. Ja, das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Und warum, wenn ich euch helfe, verratet ihr mir euren Trick nicht? Wer verrätst du mir deine Tricks? Wie du jetzt schon 6 Felder in deinem Besitz hast? Oh. Oh. Da war er's. Oh. Das ist dann Trick 18, glaube ich. Achso, das ist auch aber ganz komisch runtergegangen. Ich kann dir Trick 18. Ich muss noch mal nachziehen, warte. Ich kann dir Trick 18 sagen, wenn du mir Trick 17 sagst. Dann verrat mir doch erstmal Trick 18. Es macht ja gar keinen Sinn von der Reihenfolge. Und Trick 17 verrate ich dir, wenn er funktioniert, okay? Was willst du machen mit dem Drescher? Erzähl mal. Ne, wenn es funktioniert, dann verrate ich es dir. Versprochen. Okay, dann. Also ich bin Ehrenmann, ich verrate es dir dann. Ich warte noch eben, bis du weißt, ob es funktioniert und dann red mal weiter. Was brauchst du denn? Ich brauch nichts. Warte mal. Du möchtest mir was andrehen wahrscheinlich wieder. Nein, ich wollte tatsächlich, bin ich vorbeigekommen, um mich zu erkundigen, wo die Seemaschine bleibt, weil ich die gerade brauche, deswegen. Genau. Die sollte jetzt ja wieder da sein. Und in dem Moment ist sie in den Hof gerollt. Ja. Sehr schön. Und deswegen hat das super gepasst. Gut, nee, ich hoffe, ich konnte euch mit der Seemaschine helfen und das hat gepasst soweit. Ja, soweit, so gut, ja. Und das freut mich sehr. Sobald ich sie nochmal brauche, melde ich mich bei dir vielleicht. Sag mal, seid ihr immer noch am Holz machen? Nee, Holz machen nur noch Anfänger. Ah, das ist gut, das stimmt. Das stimmt. Wieso? Bist du immer noch am Holz machen? Naja, ist aber so ein Zwischendurch-Ding halt, ne, wenn du gar nichts zu tun hast. Zwischendurch, wenn ich mit meinem 6 Feldern nichts mehr zu tun habe, weißt du, es ist so, ach. Ja, du, wir haben gerade nur auf. Naja, gut, wir haben auf 2 Feldern Arbeit. Eins ernten, eins ansehen, aber dann sind wir auch schon wieder arbeitslos. Das ist natürlich schlecht. Wie sieht das aus? Brauchst du bei deinem Hof so ein bisschen Grünschnitt oder so? Soll da mal ein bisschen was weggemäht werden? Ein bisschen verschönern oder so? Tatsächlich haben wir Grünschnitt mähen lassen und da war der Biogasbetreiber leider schon etwas vor dir da. Oh. Tino? Ja? Ja, wir haben unterbrechen. Kannst du einmal mit nach oben kommen? Ja. Ja? Geht wegen Zurückrechnung von der Seemaschine. Keule hatte die. Da waren noch Reste Saatbestand drin. Wie viel waren da drin? Deswegen, der liebe Marc, der jetzt gerade da ist, hat das sich aufgeschrieben auf seinen anderen Rechner. Aha. Hallo Marc.
Moin. Kannst du eben einmal merken, wie viel da jetzt drin ist? Nicht, dass wir dann nachher beschissen worden sind. Es waren 1236. Ich habe gerade gefunden hier auf der Kiste. Ich habe es mit 0 zurückbekommen. Das heißt, er müsste uns noch 1200 Saatgut theoretisch erstatten, wenn du drauf bestehst. Ja, da frage ich doch mal nach. Alles klar. Einen schönen guten Tag. Ein Vöglein hat mir gerade etwas gezwitschert. Was wurde denn gezwitschert? Dass wir euch die Seemaschine mit 1236 Litern Saatgut gegeben haben. Ja, das hat das Vögelchen leider nicht richtig auf dem Schirm, weil wenn ihr auf eurem Hof guckt, steht da nämlich der Baggy noch in der Ecke. Hast du die entladen? Ja, natürlich. Du hast sie entladen und bist losgefahren? Natürlich, ich bin doch Ehrenmann und kaufe mir mein eigenes Saatgut. Wer das weiß, ist aber vorbildlich, Herr Commander. Wer weiß, was das für ein komisches Saatgut ist, was da drin ist. Nachher wächst hier alles nicht und so. Ja, der haben wir alle reingeschifft, weißt du? Bevor ja, deswegen. Ja, wer weiß, was ihr mir da andreht, und ich wusste schon, dass da irgendwas um die Ecke kommt. Das Zeug steht bei euch auf der Hofecke, da wo auch die Saatmaschine eigentlich mal abgestellt war. Dann habe ich es tatsächlich gefunden. Okay, super, danke dir. Kein Problem. Immer East Coast gerne. For Life, ciao. West. Oh, Entschuldigung. Der hat tatsächlich das Saatgut abgeladen bei uns. Es standen auch zwei Big Packs da, die habe ich geladen, das war das, ja. Achso. Bevor okay. Er losgefahren ist, also das passt. Aber wir brauchen dringend Saatgut. Es könnte der große Anhänger schon leer? Nee, ich bin noch am Holzladen. Du müsstest eben aufhören mit Holzladen, fällt mir jetzt gerade ein, wo ich sehe. Den kleinen Anhänger einmal bitte für mich ausleeren. Der ist voll. Ja. Mach ich doch gerne. Bring mir doch bitte mal auf Feld 10 die Raupe. Die 8RX. Ja. Und dann kannst du den Deutz nehmen, der fährt 60 km/h. 63. Ja. Da bist du auf jeden Fall flott unterwegs. Dann machen wir das so. Oder warte ganz kurz, du hast einen längeren Weg, ich komme zu dir. Markus, du warst ja schon mit drauf, ne? Hier ist Fruchtzerstörung an. Fruchtzerstörung an, bitte unbedingt aufpassen, ja. Ja. Pass auf, Markus, ich mache das Gespann sogar schon fertig hier. So. Warte mal, was ist das? Soja, ne? Ja. Soja geht in den Direktverkauf, oder? Ja. Oh, warte mal, hier kommen wir ja gar nicht durch, oder? Rechts ist nicht unser Feld. Rechts ist nicht unser. Rechts ist nicht unser? Ja, nein. Du hast recht. Okay. So, Markus, hier, fliegender Wechsel. Thank you. Bitteschön. So, Markus. Genau, dann einmal den Direktverkauf unten am Hafen. Und ja, wir... Ja. Genau, dann müssen wir den großen Anhänger noch ausleeren. Du könntest aber, wenn du einmal da unten bist. Ja. Ach so. Kriegt er das geladen? Saatgut? Nee, ne? Wie meinst du das? In den Anhänger? Doch, mal schauen. Warum nicht? Ja, braucht er nicht einen Teleskoplader oder irgendwas? Eigentlich, wenn du daneben stehst, kannst du mit der rechten Taste, R-Taste, das eigentlich aufladen, so. Auch in den Anhänger? Nein, da kannst du Big Packs so im Anhänger mit aufladen. Willst du dann gleich mal 5000 Liter Saatgut mitbringen? Kann ich machen. Oder bringen, ja, 6.000, 7.000, oder mach den Anhänger voll. Ich glaube, da geht nicht viel mehr rein. Okay. Genau. Nur abkippen können wir das dann im Lager, ne? Lager Multifrucht, genau. Gut, alles klar. Sehr schön, ich baller jetzt hier nur zur Info Weizen drauf, dass wir quasi für die Mehlproduktion... jetzt die ganzen Mehlsachen ausgelastet bekommen. Ja, das Feld ist, braucht nicht gefrüht werden, muss nicht gekalkt werden. Ja. Das hier ist liegt auch Kalk. Welches? Aber nee, deins, ja, wo du drauf bist. Das ist 100%ig fertig. Nur zweimal Dünger noch. Genau. Ja, ich mache jetzt nach dem Ansehen, gehe ich direkt mit dem Dünger drüber und dann easy peasy, lemon squeezy. Aber da kriegen wir einen guten Ertrag bei. Ja, Weizen auf jeden Fall. Und dann sollten wir uns überlegen, dass wir uns noch ein paar Bäckereien zulegen, ne? Ne, die kosten 50, ne? 50, ja. Also ich würde sagen, drei Bäckereien müssten wir noch kaufen. Weil ansonsten kriegen wir ja das Zeug nicht weg hier. Wir kriegen es ja sonst nicht veredelt. Dann sollten wir das auch machen, oder? Naja. Können wir nur leider jetzt noch nicht. Na gut, wir könnten die erste Bäckerei gleich kaufen, wenn wir... Das Holz verkaufen. Wenn man, na, oder den Soja. Ja, oder so. Stimmt.
genau. Ich weiß gar nicht, ob wir auf hart spielen. Ich glaube, wir haben Wirtschaft hart. Warte mal, wie war das? Oh, warte mal, der hat doch GPS, sehe ich gerade. Ich will mal ganz kurz schauen. Wie war denn das? Wie ist man das Menü gekommen? Alt C an und aus? Ja, das ist. Steuerung E? Nee. Wenn ich das jetzt wüsste, ich kenne das, ich habe meine Tasten extra belegt. Mhm. Ach, hier, Alt. Ah, ja, warte. In das Menü. Ah, warte mal, ich weiß, was weiß. Menü ist Steuerung S. Ah, perfekt, danke. Alt C ist an und aus und dann. Was ist ein Punkt A, Punkt B setzen? Punkt setzen, Alt E. Okay. Dann müsste das ja jetzt eigentlich gehen, wenn ich hier Alt E. Punkt A, genau. Automatische Breite ist Alt E. So, warte mal. Wagen Stufung an. Zeige Linien an, jetzt habe ich's. Genau, jetzt müsste es eigentlich. Ah, perfekt. So, und das andere habe ich nämlich über Makro-Tasten am Lenkrad belegt. Da habe ich nämlich Tempomat, GPS starten und Gerät senken und heben direkt auf einer Taste. Ja, das weiß ich, da haben wir ja damals verbildet, hast du das ja eingestellt. Ah, genau, genau. Perfekt. Und ich habe nämlich schön meine G-Tasten am Tastatur. Da habe ich nämlich GPS einschalten, Menü öffnen und Tasten starten. Deswegen musste ich gerade selber erstmal nachschauen, welche Tasten das ist. Ich schalte die gar nicht aus gerade. Na gut, aber wenn du anhebst, ist das eigentlich ja egal. Okay, perfekt. Passt, super, GPS läuft. So, dann haben wir noch 4 Minuten circa in der Folge. Wird interessant. Leute, schreibt in die Kommentare, gebt uns ein paar Tipps, was wir machen, was wir tun sollen. Das wäre wirklich mal noch eine interessante Sache. Wo ist Markus? Ich bin gerade am Shop. Hast du schon abgeladen? Ja. Ich will erstmal gerade kurz jemanden blockieren, so ein bisschen. Der hat mich gerade ein bisschen abgedrängt, der Kollege. Oh, okay. Wer ist denn da? Ah, du bist ja, du solltest auf Hafenshop, nicht auf Insel. Du musst den Hafenshop übrigens, ja. Bei uns auf der Seite in dem Shop musst du gehen. In der Mitte gibt's keinen Verkaufspunkt. Ja, ihr meint den Viehhandel. Ja, genau. Achso, ja, der heißt Viehhandel. Ach, Viehhandel ist der Verkaufspunkt? Ja, was anderes haben wir nicht. Na doch, bei uns auf der Seite. Ja, ich bin ja bei uns auf der Seite. Nein, bei uns direkt am Sägewerk dort ist auch Verkaufspunkt. Der heißt aber auch Viehhandel. Ja, deswegen ja. Ja, aber Viehhandel ist ja auch unten am Shop. Genau. Fahr mal bitte einfach bei uns ans Sägewerk, da ist nämlich ein Container zum Verkaufen. Ja, bin ich bereit. Gut. Aber wieso bist du denn da jetzt erst in die Mitte gefahren? Weil ich Lukas weggebremst habe, mal schnell. Ach so. Ja, wir brauchen hier oben aber einen Abtanker. Wir haben keinen Anhänger. Ja, ich bin dabei. Bin zügig. Mache. Lukas, wie voll? Alex, wie voll? 72%. Aha. Ja, krieg ich hin. Bin schon noch fast eine da. Minute? Das haut aber nicht hin. Moment. Doch, das haut hin. Bin das bei 19 Minuten? Aber 22,6 hat er gestartet. Hat er Start geschrieben. Okay. Und dann 22,25 hat er geschrieben, noch eine Minute. Ja, der haut's aber nicht hin. Warte. Christian, du hast ja aber um eine Minute verschätzt hier, mein Freund. Ne, guck doch mal. Um 22.05 habe ich geschrieben, Start und 22,25 noch eine Minute. Achso, ja, weil ich bin in 10 Sekunden bei 20 Minuten. Ja, auch. Okay, dann machen wir dann ab jetzt eine Minute.
Sag's ja nur. Ich habe hier noch wichtige Saatgut einzubetten. Ja, dann schreibe ich jetzt Stopp. Das ändert nichts, dass ich es trotzdem mache. Also in der nächsten Folge natürlich. Ja, alles gut. Dann lass ich jetzt die Minute laufen. Wir haben eh ein Auge auf dich. Braucht ihr Sojabohnen? Ja. Warum habt ihr ein Auge auf mich? Weil du ein alter Schummler bist. Was hab ich denn geschummelt? Ja, was meinst du denn, warum haben die hier in der Map Brücken eingebaut? Damit wir schwerer haben und nicht um durchs Wasser zu fahren. Sind das Amphibientraktoren oder was? Da bin ich schon ganz heiß hinterher. Ich mach dich fertig, da wirst du bezahlen für. Jetzt für das Wasser oder die Brücke? Beides. Oder den Wasser Traktor? Erstens den Regelbruch, dass du die Brücke nicht benutzt hast und weil du das Wasser dreckig gemacht hast. Pass auf, das Witzige ist, ich habe die Regel gesucht mit der Brücke benutzt. Ich habe sie nicht gefunden, deswegen habe ich gedacht, warum soll ich mich da hinstellen und warten? Dann lest mal das Kleingedruckte, wo der Stern dran ist. Aber ich fand's witzig, wie Christian dort stand und hat gewartet. Ja, das war aber nicht ich, das war Daniel. Achso, dann fand ich das witzig. Okay, jetzt ist aber rum. Tschüss, East Coast for Life. So, meine Lieben, aber wir sind fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da kommt der Stopp. Bis dahin, tschüss und ciao.